Das lässt ja nur einen Schluss zu. Dass Anni überhaupt nicht meine Tochter ist. Ich bin wahnsinnig. Wahnsinnig ist, dass ich das erst nach 17 Jahren erfahre. Das ist Wahnsinn. Birgit und ich haben die ganze Nacht geredet. Nee, Birgit hat die ganze Nacht geredet. Hat mir geschworen, dass sie mich liebt. Das hat mich überhaupt nicht weitergebracht. Aber Anni haben wir nichts gesagt. Und ich bitte dich, sag du deinem Sohn auch nichts. Die beiden sind doch so befreundet. Eine 4 ist nichts, worauf man sich was einbilden kann, junge Frau. Ja? Und die Tochter des Mathematikers, ausgerechnet die, macht eine 4. Na klasse. Du scheinst überhaupt kein Bewusstsein dafür zu haben, wie viel Mathe in unserem täglichen Leben vorhanden ist. Prozentrechnung, Satz des Pythagoras, alles Mögliche. Da muss man fit sein. Du hast überhaupt keine Gene von mir. Na los, lass es raus. Was ist los? Naja, wir wollten es dir schon sagen, aber ich habe den richtigen Moment wohl verpasst. Weißt du, wir wollen noch mal ganz von vorne anfangen. An der Ostsee. Schatz, es tut mir auch furchtbar leid, aber weißt du, ich finde die Idee gar nicht so schlecht mit dem Neuanfang. Es war schon ein ziemlicher Schock für mich, als ich erfahren habe, dass ich gar nicht dein Papa bin. Und da wäre so ein Neuanfang eigentlich der richtige Weg. Ich möchte bei euch bleiben, ja? Ihr seid meine Familie. Sie ist 16, ja? Und da kannst du dich einfach so tun, als müsste man auf ihre Gefühle keine Rücksicht nehmen. Sie wäre total unglücklich. Mistschwein, hast mich angelogen. Du hast Birgit doch geschwängert. Vor 17 Jahren auf einer Fasnachtsparty. Wahrscheinlich warst du blind oder zugesoffen, dass du es nicht gemerkt hast, dass du mit meiner Birgit rumgemacht hast. Du Scheißkerl. Warum rede ich eigentlich noch mit dir? Lass mich einfach in Ruhe. Ich fürchte, wir haben so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ja, aber vorher konnte man mit uns nicht mehr reden. Ach, Birgit, ich will dir doch keine Vorwürfe machen. Du fühlst dich immer so schnell angegriffen. Es muss nur eines klar sein. Wenn wir sie wieder haben, wenn sie wieder hier bei uns ist, dann muss das anders werden. Das kann nicht so weitergehen.